Liebe Zuschauer zu Hause, willkommen zurück zum zweiten Teil mit Jenny Klisthiel. Ja, sie macht Glück kennt keine Behinderung. Tut mir leid, ich kann mich nur wiederholen, muss immer wieder auf meinen Zettel gucken, weil ich so viele Fragen aufgeschrieben habe. Aber was deine Person betrifft, habe ich ja gesehen auf Facebook und dich dann angeschrieben. Aber jetzt sag doch mal den Leuten zu Hause, von was lebst du überhaupt? Also du machst es ja alles ehrenamtlich, die ganzen Projekte. Du hast gesagt, du hast 3 Kinder. Von was ernährst du die 3 Kinder? Naja, also es ist schon sehr, sehr schwierig. Es setzt sich so ein bisschen zusammen. Die Fotoshootings sind komplett umsonst für die Familien. Es kann mitmachen, wer will. Ich gucke auch immer, dass das so bundesweit so funktioniert, dass keiner einen großen Anfahrtsweg hat durch die Ausstellungen, die überall angeboten werden. Die Ausstellungsorte zahlen immerhin die Fahrtkosten, Übernachtung. Und dann gibt es immer mal Orte, die 2, 3 Bilder übernehmen, Gott sei Dank. Das fließt dann wieder komplett ins Projekt. Und seit 3 Monaten habe ich einen kleinen Sponsor, was ganz toll ist, nämlich das Downsportfest mit Hexal, was ich jetzt zum zweiten Mal fotografieren durfte. Und die haben so eine bestimmte Anzahl von Ausstellungen übernommen, inklusive den Rahmen. Und weil das halt auch eine schöne Möglichkeit ist, das Downsportfest über das komplette Jahr in der Ausstellungsreihe zu zeigen. Und so setzt sich's zusammen. Also es wird immer mal ein Fotoshooting auch gebucht von Familien, die eben beim Projekt mitmachen. Aber Ziel ist schon, dass da der eine oder andere Unterstützer, Sponsor oder so sich findet, was in dem sozialen Bereich eben ein bisschen schwierig ist. Jetzt haben wir über das Geld gesprochen, aber du brauchst natürlich auch familiären Rückhalt. Du hast im ersten Teil davon gesprochen, du hast ja selbst 3 Kinder, Ehemann oder Freund. Wie funktioniert das? Wie sind die dabei auch so richtig mit Herz und konnten schon viel mitnehmen aus den ganzen Shootings, die du gemacht hast? Ja, es kommt drauf an. Also zwischen immer dabei und manchmal auch genervt, weil Mutti natürlich da draußen einen Fulltime-Job gemacht hat. Also was am Anfang so naiv angefangen hat, es sind jetzt schon mal 6 bis 8 Stunden am Tag, inklusive Bilder bearbeiten, Kontakten zu den Familien, Facebook und so weiter. Und wenn ich mich immer freue jetzt habe ich das und das fotografiert, ist die Freude natürlich nicht immer gleich groß, aber zum Beispiel meine 4-Jährige, die kommt oft mit zur Ausstellung und profitiert da ungemein von, weil die eben dann auch Inklusion leben kann und von Kindern umgeben ist, die nicht dem Durchschnitt entsprechen. Und das finde ich auch ein ungemeines Geschenk für sie und für uns, weil man da auch merkt, am Anfang war die da noch so ein bisschen zurückhaltend. Das eine oder andere Down-Kind ist da ja auch im positiven Sinne sehr übergriffig. Also dann wird Rosalie schon mal geherzt, geknutscht und sonst was. Und damit wächst die einfach auf. Das finde ich unbezahlbar. Und mein Partner ist Gott sei Dank auch immer dabei, der fährt. Also auch das darf man nicht unterschätzen. Wir machen jede Woche bundesweit woanders eine Ausstellung. Im September sind es 12. Manchmal nehme ich das dann so naiv an und denke, wird schon irgendwie. Und dann klappt es auch. Also, aber ohne den würde das nicht gehen, weil der fährt zum Beispiel, hängt die Bilder auf, während ich dann mich mit dem Ausstellungsort schon mal verständigen kann oder Familien fotografieren kann. Und das geht nur im Team. Und das ist auch ganz gut so, ja. Was müsste deiner Meinung nach passieren, um das Thema Behinderung, Down-Syndrom noch mehr in den Fokus zu rücken oder es einfach als was ganz Normales einfach sein zu lassen? Was müsste da deiner Meinung nach passieren? Ich glaube, das ist gar kein Thema, was nur das Down-Syndrom beschäftigt, sondern alle Menschen, die nicht dem Durchschnitt entsprechen, ob es jemand ist, der Autist ist oder ob jemand irgendwie eine Lernschwäche hat oder Trisomie 21 oder im Rollstuhl sitzt, die haben ja alle das gleiche Problem. Und das hat mir das Projekt gezeigt, wenn man eben nicht immer schneller, weiter was kriege ich noch hin und wie kann ich noch besser sein, wenn man dem Ganzen irgendwie mal den Druck rausnimmt, ist das schon ein großer Schritt, was den meisten ja nicht gelingt. Und im Alltag, also ich merke das, seit ich das Projekt mache, dass wir, glaube ich, von Inklusion, was auch Schulen, soziale Zentren und sowas angeht, doch noch sehr, sehr weit entfernt sind. Und das ist so ein Beispiel, ich kann es nur jedem empfehlen, eben einmal im Jahr zum Downsportfest zu gehen, weil da merkt man, wie es ist,
wenn sie so sein dürfen, wie sie sind. Da sind wir die anderen. Da interessiert es keinen, ob da jemand vor Freude weint oder ob jemand mal nicht will oder ob er da irgendwie am Rand sitzt und sich leise anschaut oder sich verweigert und da nicht irgendwie mitläuft. Und das merkt man so richtig, dass wir da noch ganz schön Weg vor uns haben, aus dem Schubladendenken rauszukommen. Und ich denke, es gibt da wahrscheinlich keine All-in-Lösung, sondern an jeder Ecke muss halt ein bisschen geschraubt werden. Und wenn jeder in seiner Toleranz mal ein bisschen arbeitet, dann wird das auch. Ja. Was war denn so das Witzigste, was passiert ist mal bei einem Shooting? Du darfst natürlich keine Namen, den wollen wir natürlich auch nicht, aber gab es da so ein, zwei witzige Situationen, an die dich heute noch gerne dran erinnerst oder mit deinem Mann besprichst beim Abendbrot, beim Prosecco? Es gibt wahnsinnig viele schöne Momente. Also ich habe da gar nicht, ich werde das tatsächlich oft gefragt, auch ob ich ein Lieblingsbild habe. Und das habe ich nicht. Mir sind die natürlich alle sehr irgendwie ans Herz gewachsen, dadurch, dass eben die Verbindung auch so lange besteht. Es gibt irgendwie dazwischen traurige Sachen. Es sind zum Beispiel schon zwei meiner Models verstorben. Und das kriegt man dann auch mit. Und dann ist man auch so Teil davon. Das nimmt natürlich wahnsinnig mit jedes Mal. Oder also es gab schon Pärchen, die bei mir waren zum Fotografieren und dann gab es irgendwie eine Geschichte von eben einem Pärchen, wo er dann gesagt hat, ja, ich habe mir die ganze Zeit auf dem Weg Gedanken gemacht, ob ich meine Freundin auch küssen darf irgendwie beim Fotografieren und so. Und oder die Umarmung, also wenn man sich sieht und es ist alles viel ehrlicher, viel direkter, die machen sich da meistens keine großen Gedanken, nicht die 200 Notlügen am Tag, und deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Oder es gab mal eine Ausstellung in Dortmund, die war ganz toll, im Klinikum in Dortmund, und da gab es auch ein Pärchen, was ich fotografiert habe, und die Nina, die da durfte ich schon ein paar Mal fotografieren, und das ist ganz tolle junge Frau, und die lebt in einer WG und war eben dort mit ihrem Freund, und dann haben die Dirty Dancing nachgetanzt. Und das war für alle, also man kann das gar nicht so beschreiben, aber das war für alle so ein Moment irgendwie, das war natürlich nicht perfekt, das war auch nicht, wie man es so aus dem Fernsehen kennt, aber es war so mitreißend und so emotional, dass alle fast geheult hätten, weil die auf gut Deutsch drauf scheißen, was der Rest von einem denkt, und es wird dann einfach gemacht, und ob die Hebefigur irgendwie daneben geht oder, also das war einfach ganz toll. Oder ja, beim Downsportfest, wenn dann 700 Sportler hier in Karlbach in der Leichtathletikhalle gleichzeitig einlaufen, von ganz klein, irgendwie ab 4 fängt es an, bis über, ich glaube die Älteste war über 60, dann heulen alle. Da gibt es ganz viele Momente. Oder eben auch mit dem zweiten Projekt, mit dem Glück liebt jedes Detail, da habe ich eine Tochter von einem Freund fotografieren dürfen, und was sehr, sehr schwierig war, weil es da eine große Historie gab und der sich doch ein Stück weit irgendwie für sie geschämt hat, ein 14-jähriges wunderschönes Mädchen, das in Offenbach in einem Heim lebt, und ich darf das auch erzählen, weil der dann aufgrund der Bilder irgendwie eine, also was wir nie gedacht hätten, das war schon so ein bisschen Überzeugungsarbeit, sie fotografieren zu dürfen. Und dann hat er dann geschrieben irgendwie, dass er weint vor den Bildern sitzt, weil er seine Tochter halt noch nie so schön empfunden hat. Und das sind so Momente irgendwie, wo ich dann immer denke, dafür ist es alles wert. So, und das ist unbezahlbar. Sehr schön. Oh, toll, dir zuzuhören. Man merkt richtig, dass du so richtig authentisch bist und mit Herz dabei. Du hast ja auch eine große Community auf Facebook. Ich hatte es ja damals in unserem Telefonat gesagt, du bist ja eine der wenigen Fotografin, die sich nicht beschwert lautstark über irgendwelche Reichweiten. Ja? Die geht da irgendwie in den Keller oder sonst was. Ja, das ist ja auch eine große Community. Ne? Also es ist, werden schon angeguckt, deine Bilder auf Facebook, oder? Definitiv, ja. Also es wird immer mehr. Irgendwie mittlerweile sind es knapp 31.000, die auf Facebook folgen. Und das ist schon, das macht schon stolz, auch irgendwie das Feedback zu bekommen, weil, wie gesagt, nie was Negatives kommt. Da hatte ich am Anfang wirklich Schiss vor, und da gibt es auch eine lustige Geschichte. Es hat Pfingsten 2015, also ein paar Monate eben nach dem Start von Glück kennt keine Behinderung, hat es ein Bild gegeben von der kleinen Jenny, die so in so einem Rockabilly-Style
veröffentlicht wurde. Und die hatte, also die Bilder sind dann total durch die Decke gegangen. Und ich habe die gepostet und 10 Minuten später irgendwie waren die 400 Mal geliked und ich weiß nicht, wie oft geteilt. Und abends waren das irgendwie 20.000 Likes. Und ich weiß noch, wie ich da mit meinem 15-jährigen Sohn auf der Couch saß und dann zu ihm gesagt habe, Keanu, ich glaube, ich muss das abschalten. Ich meine, stell dir mal vor, irgendwie, ich war völlig irgendwie durch den Wind, stell dir mal vor, da schreibt einer was Negatives. Also es kamen so schnell die Kommentare, dass man es gar nicht mehr kontrollieren konnte. Und da hat er gesagt, ja, dann kannst du es nur abschalten. Also entweder gehst du jetzt ins Bett und vertraust dem oder du schaltest es ab. Und dann habe ich es laufen lassen und ich glaube, die Bilder haben letztendlich dazu geführt, also dadurch kamen auch ganz viele Presseartikel, die Bild-Zeitung und sowas und dazu geführt, dass viele auch gesagt haben, ach echt, so ein niedliches Mädchen oder das, die sieht ja gar nicht danach aus. Und das ist so oft geteilt worden, dass jetzt mittlerweile jeden Tag eben ein Mensch mit Trisomie 21 als Glücksmensch des Tages gezeigt wird und da kommen so tolle Reaktionen. Ja, Abschlussfrage, wo kann man denn deine Werke denn besichtigen? Gibt es sowas wie eine Tour oder die Ausstellung? Kann man sich da irgendwo informieren, wo man, sag mal, deine Bilder dann auch bestaunen kann? Und hast du vielleicht noch einen Tipp für alle Leute draußen? Jetzt hast du auch gesagt, mit dem Sportfest, das es da gibt. Ja, was sollen die Leute jetzt machen, um noch mehr begeistert werden von deiner Arbeit? Ja, also es gibt auch ein Buch zum Projekt, das gibt es bei Amazon, das heißt Glück kennt keine Behinderung mit 45 Familien, deren Geschichten, das ist irgendwie ganz schön. Die Ausstellung sind auf der Facebook-Seite alle zu sehen, kommen auch jede Woche neue dazu. Ich weiß sie gar nicht im Kopf. Also am 3.9. genau, gibt es eine in Frankfurt bei der Caritas. Jetzt am Freitag wird eine in Brandenburg eröffnet, nächste Woche in Osnabrück. Also so querbeet, da kann man irgendwie und soll man gerne kommen. An alle Familien, die mitmachen möchten, können gerne eine E-Mail schreiben. Ich freue mich über jeden, der mitmacht und auch über jedes Feedback. Ja. Jenny, vielen Dank für deine Zeit, für das interessante Gespräch. Liebe Zuschauer, geht auf die Facebook-Seite, auf die Homepage. Dort findet ihr weitere Informationen über das, was du machst, welchen großartigen Beitrag du leistest. Ja, viel Gesundheit, viel Erfolg bei allem, was du machst zukünftig und man sieht sich. Dankeschön.